Im ersten Teil habe ich euch die Doppelstifttechnik vorgestellt und wir haben gemeinsam eine kurze Übung gemacht. In diesem Teil entwerfen wir die Formen mit der Doppelstifttechnik in einem Kreis, danach zeichnen sie mit Textilfarben auf einen Top. In einer Videoserie habe ich euch erklärt, wie wir die geschwungenen Formen mit dem iPad sowie mit einem Stift auf Papier zeichnen können. Den Link findet ihr da oben. Okay, unser Motiv ist fertig. Zum Bemalen des T-Shirts benötigen wir diese Kopiepapier, Flachpinsel in verschiedenen Größen und Textilfarben. Mit diesen Kopienpapieren können wir die Motive auf Kleidung übertragen. Sie sind wiederverwendbar und hinterlassen klare Linien, die einfach nach dem Waschen entfernt werden. Wir wollen heute das Motiv mit einem Flachpinsel auf das T-Shirt malen. Aber wir können den Kreis auf dem T-Shirt übertragen, um einfacher darauf zeichnen zu können. In einem Video habe ich euch diese Werkzeuge zum Malen auf Stoff erklärt. Bitte seht es euch an.